Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Zugegeben, das war jetzt der Einleitungstext von Survival Madin, aber ja, ich habe gerade ein Video von ihm gesehen und konnte es mir nicht verkneifen, das auch mal zu machen. So, ihr seht es, wir spielen Emergency 4 und tatsächlich mal wieder die Fuchsburg-Modifikation. Heute tatsächlich im Singleplayer, die letzten Male waren wir ja immer im Multiplayer unterwegs, heute spielen wir mal alleine. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Schichtwechsel. Und schau mal, was uns heute hier so erwartet. Es gibt ein, zwei Kleinigkeiten, die sich noch geändert haben. Werdet ihr im Laufe des Spiels bestimmt sehen, hören, wie auch immer. Werde ich dann näher darauf eingehen. Und ja, alles andere solltet ihr aus dem letzten Livestream eigentlich schon kennen. Ihr kennt, dass man an den Hubschrauber Faltbehälter hängen kann, um Waldbrände zu löschen. Ja, sonst gibt es, glaube ich, erstmal nichts Neues. Wir schauen mal, wir haben ersten Einsatz reinbekommen. Herzinfarkt. Herzinfarkt in der Altstadt. So, dann einmal NEFRTW. Wir stellen nochmal das Einsatzlevel auf die 4 hoch. Und besetzen vor allen Dingen nochmal hier zwei Streifenwagen. Denn wir wissen ja, in Fuchsburg sind Polizeieinsätze unberechenbar. Und dann wäre es schön, wenn eventuell das ein oder andere Fahrzeug recht schnell vor Ort ist. Deswegen auf jeden Fall hier diese Streifenwahl. Einmal Route 1. Nee, zweimal Route 1 macht keinen Sinn. Du darfst gerne Route 2 fahren. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So. Es soll wohl in dem Gebäude hier sein. Ah ja, okay. Könnte sein, dass wir hier die Feuerwehr zur Türöffnung brauchen. Jetzt brauchen wir die Feuerwehr aber erstmal an anderer Stelle. Wir haben Boote Notlage. Dann würde ich direkt einmal sagen, hier, wir alarmieren die Taucher, wir alarmieren den Gerätewagen Logistik, der das Boot anhängen kann. Und wir fahren hier hin. Boot in Notlage. Alarmieren mal vorsätzlich. Vorsichtshalber. Ein, zwei Kräfte mehr. Und wir können die DLRG eigentlich auch nochmal direkt alarmieren. Besser ist das. Die könnten dann hier unten anfangen, um das Boot zu Wasser zu lassen. Genau. Und dann schauen wir mal. Schauen uns jetzt erstmal hier den Herzinfarkt an. Gucken wir mal, was wir für die Person tun können. Jo, habe ich mir gedacht. Dann werden wir einmal das MLF hier noch mit hin alarmieren. Und wir werden mit dem Einsatzleiter jetzt hier oben schon mal die Lage sichten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 betroffene Personen tatsächlich. So. Dann würde ich sagen, machen wir einmal hier gerätenförmig aufstellen. Kann der einmal hier mit anfahren, der Gerätewagen-Taucher. Und das Boot lassen wir hier oben zu Wasser, würde ich sagen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, dann hängen wir einmal das Boot an. Andere Kräfte und Mittel sind jetzt gerade gebunden. So, dann darfst du einmal hier unten hin an. Und hier das Boot zu Wasser lassen. Und wir kümmern uns einmal noch schnell um die Türöffnung. Eine Neuigkeit habt ihr vielleicht jetzt gerade schon gehört. Es gibt jetzt detaillierte Sounds beim Geräteräume öffnen. Die Frau hat jetzt gerade vollends den Löffel abgegeben hier oben. Hat man gerade gehört. Das heißt, wir sollten uns jetzt hier schnell beeilen, dass wir die eventuell noch reanimiert kriegen. Weil ansonsten können wir hier leider nichts mehr tun. So, gucken, ob wir rechtzeitig sind. Aber wir müssen uns halt auch parallel
hier drum kümmern. So, wir haben das Boot zu Wasser gelassen. Dann würde ich sagen, einmal einsteigen und Gas hier hin. Ich weiß nicht, ist die DLRG inzwischen da? Jawohl. DLRG mit Boot ist auch da. Dann auch hier einmal zu Wasser lassen und dann können wir auch mit dem DLRG-Boot hier einmal anfahren. So. Okay, wird nur noch eine Totenfeststellung. Dann RTW kann wieder einrücken. Und wir können jetzt hier erstmal ein paar Personen aufnehmen. So. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal einfach näher ran. Ja, nee, wir lassen es hier stehen. Egal. Egal, egal. So. Du kannst wieder einsteigen. Wir werden die zwei behandeln. Zack. Der LAG-Boot ist auch da, kann auch eine Person schon mal aufnehmen. So. Hallo. Bleibst du wohl hier? Ja, die Person gestürzt. So, die haben wir schon mal erfolgreich behandelt. Dann noch und dann muss nur eine Person hier vermutlich auch notärztlich behandelt werden. Gerätewagen-Taucher kann reinfahren. Das Boot kann hier oben auch wieder hinfahren. Das DLRG-Boot kann hier unten hinfahren. Dann gilt es jetzt hier nur noch, die Patienten zu behandeln. Person gestürzt. Dann würde ich sagen, einmal RTW hier hin zum Hotel. Okay, kriegen wir auch so behandelt. Kann der KDOW reinfahren? Das NEF kann eigentlich auch einrücken. Und ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen dichter hier rangefahren. Um die eine verletzte Person dann hier noch einzuladen. Genau, am besten schön rückwärts. Können wir hier die Luken aufmachen. Person reinfahren. Und dann können die Kollegen eigentlich tatsächlich wieder einrücken. Wie sieht's denn aus? Tja, gut, wir geben dem noch einen kleinen Moment. So, und dann könnt ihr einrücken. Und ihr könnt erstmal das Boot wegfahren. Achso, nee. Wir wollen ihn natürlich anhängen. So, Trailer to Station. Das Ganze könnt ihr auch ohne Blaulicht machen. Das ist jetzt nicht mehr vonnöten. So, der RTW hier oben rückt ein. Wir laden auf. Hier hatten wir nur noch eine Totenfeststellung.
Gute zu beklagen. Da können wir jetzt mal die Kripo noch hinschicken. Für das Anfordern eines Bestatters. Und hier hatten wir eine gestürzte Person. Dann können wir mal direkt hier auf dem Hof vorfahren. So. Dann haben wir einen Ladendieb. Das wäre vielleicht jetzt mal ein Einsatz hier für unsere Fußstreife. Fußstreife. Können wir eigentlich unseren Reifenwagen aus der Altstadt hier auch nochmal mit hin alarmieren? So. Wunderbar, wir haben es ganz gut im Griff gerade. Sehr schön. So, die Person ist abgängig. Wollen wir mal schauen, was der Zeuge hier zu sagen hat. Okay, dann einmal schnell aufsitzen hier. Fußstreife kann wieder zurück. Wir machen das mit dem Auto hier. Und der flüchtigen Person. Die Frage ist, wo ist der flüchtig? Er läuft hier irgendwo, aber ich sehe ihn nicht. Weil dann müsste er da eigentlich hier vorne gleich rauskommen. Ja, da ist er. Dann einmal festnehmen. So. Weiter geht's im Text. NEF kann einrücken. Wir können hier oben einmal die Leiche untersuchen. Ist ja ungeklärte Todesursache jetzt gerade erstmal. So, dann. Bestatter ist informiert, genau, wunderbar. Dann können wir auch wieder einrücken. Und Festnahme ist erfolgt. Da können wir auch wieder einrücken. Und dann haben wir gerade tatsächlich eigentlich fast alles abgearbeitet. Da können wir doch nochmal die Einsatzstufe hochstellen. Auf Stufe 5. Schauen wir mal, was dann noch so passiert. So. Wir haben da unten eine gestürzte Person. Wo soll das denn sein? Ach, hier im Haus. Gut, dann könnte es sein, dass es eine Türöffnung wird. Dann würde ich sagen, alarmieren wir gleich nochmal ein HLF dazu. Von der FF. Das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. So. Ab geht's. Ja, das löbt doch hier. Mal auf Stufe 6 nochmal stellen. Weil tatsächlich Fuchsburg untypisch passiert gerade recht wenig. Aber das kann natürlich auch hier die Ruhe vor dem Sturm sein. Ne? In Fuchsburg geht das meistens ja recht schnell. Ist dann auch ganz gerne mal eskaliert. So, dann stell du dich doch mal hier hin. Ach ja, weil die Truse da wieder im Weg läuft, weißt du? Hat die keine Augen im Kopf, dass da ein Rettungsmittel kommt? Nein, man muss noch durchlatschen. Junge, Junge, Junge. So. Schauen wir mal, ob eine Türöffnung wird. Da
Das ja. Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Tür mit einer Axt aufbrechen. Ja, gut. So gewalttätig wollen wir nicht gleich sein. Wir probieren es erstmal mit dem C-Fix, ne? Das Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Tür mit einer Axt aufbrechen. Ja, okay. Wenn selbst der C-Fix nicht fruchtet. Und bist du dich willig, dann brauche ich Gewalt. So, Randalierer. Natürlich braucht ihr jetzt auch noch ein NEF. Sachbeschädigung. Ist das diese? Ach ja, hier. Ach Gott. Graffiti-Sprüher. Aber gleich mehrere. Moin. Okay. Scheiß doch nicht gleich rein. Junge, 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 Junge. So, wo ist denn der andere? Alter. Der macht aber ganz schön Meter hier. Wie wär's, wenn du einfach mal aufs Gas drückst jetzt, Junge? Wie wär's denn mal damit? Fände ich, glaube ich, irgendwie nicht schlecht. Mein Gott. Also die Wegfindung in Emergency ist halt manchmal wirklich schlecht, Digga. Die ist einfach schlecht, muss man einfach so sagen. Und dann passiert es halt auch, dass solche Straftäter gerne mal weglaufen, weil sich das Auto dann irgendwo an irgendeiner Person verhakt, obwohl noch 5 Meter Platz daneben ist. Es ist leider so. Aber gut, passiert. Kann man nicht ändern. Dafür macht das Spiel trotzdem noch einen Riesenspaß. Auch wenn man sich manchmal mal ganz gerne aufregt darüber. Ach so. Ja. Wir hatten ja hier noch. Genau, welches Gebäude war das eigentlich? Wo lag denn hier noch? Rote da. Ach ja, wir hatten hier noch den Randalierer. Okay, machen wir mal eine Zeugenbefragung. Dann darf ein RTW hier anfahren, den wir anscheinend brauchen. Gucken, ob der Randalierer noch jetzt überhaupt irgendwo unterwegs ist. Jo, ist er. Aber wo? Da. Hallo. Gleich festnehmen, den Burschen. Echt sehr Rettungsdienst und polizeilastig heute. Kriegen wir einen ausgelösten Rauchwarnmelder. Wir müssen hier erstmal kurz. Okay, der scheint sogar hier in der Nähe zu sein. Ich höre es akustisch. So, jetzt können wir erstmal den Toten noch abholen. Was haben wir denn noch offen? Das ist Geschichte. Die Sachbeschädigung ist abgeschlossen, beziehungsweise sind alle verarztet. Der hier kann dann auch schon mal aufgeladen werden. Rest kann im RTW behandelt werden.
Was ist hier unten Phase? Komm, wir laden dich auch auf, Mutti, und dann geht's ab in Rettungswagen für die weitere Behandlung. So. So, dann geht der Gruppenführer mal erkunden. Und natürlich ist die Tür verschlossen. Dann werden wir uns einmal... Ah ja. Okay. Vielleicht dann doch erstmal mit dem Ziehfix. Da will er anscheinend keine Gewalt. Probieren wir es mal. Kräfte sind auf jeden Fall alle da, also sollte es brennen, können wir sofort intervenieren hier. Das ist gar kein Problem. So. Ihr holt die Tote endlich mal ab. Die riecht schon langsam gefühlt. Ihr behandelt im RTW weiter. Ihr behandelt im RTW weiter. Und dann kann nichts mehr schief gehen hier. So. Einrücken. Jo, Fehlalarm. Junge, warum läufst du um Pudding? Musst du doch gar nicht. Du kommst raus, du gehst rein, du nimmst den Melder von der Decke. Alles ist schicki. So. Jawolski. Dann einmal alle einrücken. Einsatz beendet. Wir stellen nochmal die Stufe hoch. Also es ist wirklich Chapeau. Also sehr. Feuerwehr hat heute einen entspannten Tag hier. Einrücken. Haben wir noch irgendwas offen? Nein, das sollte es gerade gewesen sein. Wir können hier nochmal wieder auf Streife schicken. Es ist wirklich extrem ruhig. Also dafür, dass ich auch Stunden jetzt auf Stufe 7 spiele. Erstunfall. Person eingeschlossen. Ist recht wenig los auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier Schönes? Dann können wir doch mal hier KDW und Haleb vorsorglich hinschicken. Im NEF kommt auch und im RTW von unten und die Pol darf hier auch anfahren. Das haben wir noch offen. Die sollten eigentlich auch schon lange in RTW hier. Auch schon behandelt, ne? Ja, die kann direkt weggefahren werden. Und dann gehen wir weiter. Direkt ins Krankenhaus. Hat man noch? Der ist auf Abfahrt. Der ist auf Abfahrt. Und zum Verkehrsunfall rollt jetzt alles. Jo, RD, Personennot, alles klar. Du machst einmal die Straße dicht hier, Kollege. Ladendieb. Jetzt wollen sie es wissen. So. Eine Person ist eingeschlossen. Dann können wir mal das Fahrzeug sichern natürlich erstmal. Und schon mal einen Generator starten. Und vor allen Dingen schon mal anbehandeln hier im Fahrzeug. Erstversorgung durchführen. So, Glasmaster schon mal raus. So, wir haben Person in Not. Das war hier irgendwo. Wir haben keine Rettungsmittel mehr direkt auf der Karte hier vom also rettungsdiensttechnisch. Gebäudebrand. Wo ist das der Gebäudebrand?
Hier brennt nichts. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, das halte ich natürlich nicht für ein Gerücht. Es wird wahrscheinlich wirklich brennen. Ich mache jetzt vorsorglich. Heute ist es wieder schlimm mit der deutschen Sprache. Vorsorglich werde ich jetzt schon mal den AB Wasser aufsatteln, aufgrund der Nähe zum Wald hier. Das war gegebenenfalls, sollte das Feuer tatsächlich überspringen, dass wir genügend Wasser vor Ort haben. Wir haben noch den Taschendiebstahl, den können wir anfahren. War, glaube ich, hier irgendwo. Aber hat jetzt vor allen Dingen erstmal keine Priorität. So, du kannst einmal die Schere holen. So, Gruppenführer geht mal schnell erkunden. Gut. Hier wird, ist die Feuerwehr nicht erforderlich. Wir können einrücken. Und wir können hier vor allen Dingen jetzt schneiden. Ja, Hilfe kommt sofort, Junge. So. Okay, ja, habe ich ja gesagt. Brennt wahrscheinlich doch. Ja, Tankstelle. Kritisch. 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 Ich dachte eigentlich mal, hier war ein Hydrant gewesen. Hier vorne ist einer. Dann würde ich sagen, stellst du dich einmal hier hin. Du machst dich vom Acker. Du stellst dich hier hin. Und dann hältst du hier einmal volle Luzi mit deinem Werfer rein jetzt. Ein Standrohr aufbauen. Weiß nicht, hatte ich das HLF gar nicht mit alarmiert? Das ist noch gar nicht ausgerückt, okay. So, dann holen wir Schlauchleitung. Wir satteln hier trotzdem schon mal den AB Wasser auf. AB Parkposition anfahren. Kleinbrand. Ja, jetzt gerade anscheinend nicht. Wir haben erstmal noch Personen in Not, um die wir uns kümmern. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Medizinischer Notfall, dann haben wir immer noch den Taschendiebstahl. Ja, wahrscheinlich auch schon jetzt recht mehr. Ach, da hinten. Ach, meine Güte. So, du machst mal Zeugenbefragung. Wir gucken mal, dass wir noch ein NEF hierher kriegen. So, du kannst dann noch mal ein bisschen Ölbinder dir schnappen und ein bisschen streuen hier. Und wir schicken. Achso, ist hier unten mit hingefahren. Du fährst zum Kleinbrand erstmal ganz geschmeidig durch. Feuer aus, du rückst ein. Wir machen erstmal den Tank voll. Du darfst aber auch einrücken. Der Taschendieb ist hier fröhlich am Weglaufen jetzt. Eieieiei. So. Dann einmal hier Verfolgung aufnehmen, Freunde der Nacht. Dann darfst du etwas abstreuen. Hallo. Ach so, das ist hier wieder dieses Wegberg-Phänomen. Das. Ja, okay. Wenn man erst die Scherben wegfegen muss, weil sich das manchmal überschneidet. Wir haben TH groß. Wo ist das Ganze? Auf der Autobahn, alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen hier oben direkt mal die Autobahn dicht. So, und dann darf einmal kommen.
Logischerweise der Wechsellader ist HLF. Dann darf der ILWI hier anfahren. Und der KDOW darf auch schon mal hier runterziehen. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell dann gleich das HLF noch nachziehen. Notärzte gerade hier leider alle von der Karte gebunden, bis auf das NEF vom Krankenhaus. Das fährt jetzt den VU-Großfahrzeug an. Werden wir mal schauen. So, du bist verhaftet, dann einmal zur Wache. Okay, Verkehrsunfall mit LKW bestätigt. LNA Schrägstrich NEF trifft gleich ein und einmal hier aufstellen. So, schnapp dir dein Köfferle und dann kannst du mal vor allen Dingen einmal eine Sichtung durchführen. Genau, du machst hier oben dicht, das ist richtig. Es sind Personen eingeschlossen, ja, was du nicht sagst. So. Ach so, und wir können noch einen Brandschutz sicherstellen. Feuerlöscher mal raus. Nicht, dass wir hier gleich ein böses Erwachen haben. So. Waren da jetzt auch Personen eingeschlossen? Die Frage, wie viele? Das werden wir jetzt mal in Erfahrung bringen hier. Autobahn ist gesperrt und dann erkundest du mal. Eine Person ist im LKW eingeklemmt und im PKW ist auch eine Person eingeklemmt. Ja, was ist eigentlich mal mit was mit dem Rest? Wo bleibt mein HLF? Habe ich doch alarmiert, oder bin ich doof? Hatte ich alarmiert, bin ich mir ganz sicher. Wir brauchen langsam jetzt hier mal Personal, also Freunde. Ach ja, und das Feuer hatten wir auch noch. Moin, okay. Daran hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr gedacht. Perfekt. Wir müssen aus Brandschutzgründen dort bleiben. Das HLF hatte ich alarmiert. Okay, ich wusste, eins von beiden war alarmiert. So, der Hubschrauber kann mal landen hier. Dann haben wir nämlich noch einen NEF dort. Einen NEF-Notarzt. So, hier können wir aufladen. Hier können wir, denke ich mal, auch aufladen. Hier kann die Polizei dann nochmal schnell einen Abschleppwagen rufen, dass wir das Auto wieder frei machen. Besen weg, Junge. Und du kannst dann nämlich eventuell mal mit zum Feuer fahren. Ach, ja. Aber immerhin jetzt mal hier ein bisschen was zu tun für die Kollegen der Feuerwehr. So, zack. Zack. Pumpe an und hier gibt Gas auf der Lok.
Wasserversorgung herstellen, dann sollten wir das vielleicht eigentlich mit einem Auto auch ganz gut packen. Schauen wir mal. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier um den Verkehrsunfall kümmern. Also, HLF ist eingetroffen, fährt mal direkt nach vorne durch. So. Dann einmal Unterbaumaterial vom AB Rüst holen. Können wir schon mal den PKW unterbauen. Verletzten werden ja soweit erstmal versorgt. So, du schmeißt schon mal Generator an. Du kannst einen Glasmaster holen. Du holst bitte einmal die Rettungsplattform vom AB Rüst. Ja, der Glasmaster ist gerade noch im Einsatz, Freunde. So. Danke, ist leer gelutscht. Jo. Oh, Gott sei Dank, das reicht perfekt. So, dann könnt ihr das Feuer auspusten. Und können wir einrücken? Ja, brauchen nicht mal eine Notarztbegleitung. Polizei ruft einen Abschleppwagen. So, dann wo ist unser Arzt hier? Ja, welches ist der Arzt? Das hier wird der Arzt sein. So, ja, steht ja auch hinten drauf, Notarzt. Dann steigt doch hier einfach mal mit zu, dann könnten wir die schon mal anbehandeln. Der Flugarzt ist mit dem RTW-Fahrer nicht zufrieden und möchte lieber fliegen. Ja. Das kann ich verstehen. Deswegen machen wir jetzt hier einfach auch mal einen kurzen Tausch. Nee. Ihr könnt die Trage holen. Du lädst ab. Und du lädst wieder auf. Und der Flugarzt steigt dann schon mal wieder mit dazu. Und dann könnt ihr schon mal Richtung Klinik starten. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt tatsächlich auch schon auf dem Krankenhausdach landen kann. Können wir gleich mal uns anschauen. So. Und dann können wir hier vor allen Dingen noch einen Brandschutz sicherstellen. Dann einmal das NEF hier vorne noch mit hin. Nein, nein, du sollst jetzt nichts sichten. Du sollst bitte diese Person behandeln. Das wäre ein ganz großes Kino. Ah ne, hier steht schon ein anderer Rettungshubschrauber.
Bereitschaft auf dem Deck des Krankenhauses. Den könnten wir jetzt auch alarmieren, dann würden hier Leute halt den Hubschrauber besetzen und zum Einsatz kommen. Hallo, ich habe doch einen mit dem Feuerlöscher da. Was ist denn los mit dir? Warum löschst du denn dann nicht? Muss man nicht verstehen, oder? Hab schon entsprechend Leute da, der löscht nicht. Stand noch zu weit weg. Okay, intensiv pflichtig, das heißt mit Notarzt einmal begleitet. Die ersten Kräfte sind hier aus diesem Einsatz entlassen. So, das war's eigentlich, ne? Jetzt dürften keine Personen mehr eingeschlossen sein. Gucken, ob da auch eine Notarztbegleitung benötigt. Ja, natürlich. Soll er aber auch bekommen. Gar keine Frage. So, und dann darfst du dir einmal jetzt auch noch eine Trage rausholen. Können wir die Rettungsplattform wieder verlassen? So, Kleinbrand wurde auch abgeschlossen. Haben wir auch mit dem LF gut hingekriegt. So, hatten wir noch was vom Wechsellader runtergenommen? Ich glaube nicht. Das heißt, wir können hier auch erstmal wieder aufsatteln. Hallo, wo ist denn der andere Herbert hin hier? Da. Und dann können wir uns jetzt mal daran machen, hier ein bisschen noch die Unfallstelle aufzuräumen und vor allen Dingen abzustreuen. Da müsste sonst jetzt mal jemand von der Bereitschaft hinfahren hier. Weil alles andere ist eigentlich gerade im Einsatz. Ja, dann fährst du jetzt erstmal hier an. Wo soll das denn sein überhaupt? Nee, du fährst da nicht an. Egal, wir holen was von außerhalb. So, was war denn das? Herzinfarkt oder was? Herzinfarkt. Und NEF von hier unten und vielleicht vorsichtshalber auch nochmal die Türöffnung Halef. Aber ich würde auch sagen, damit das Video nicht allzu lang wird, wir räumen jetzt hier noch ein bisschen die Einsatzstelle auf und ja, ich entlasse euch aus diesem Video. Oha. LKW-Brand. Okay, Freunde, den machen wir noch. Dann würde ich gleich mal sagen, machst du mal hier eine Schlauchleitung fertig. So, den Einsatz, den nehmen wir noch mit, aber jetzt hauen wir mal echt hier den Einsatzstopp rein. Achso. Starte bitte einmal deine Pumpe. Und dann würde ich sagen, müssen wir hier aber trotzdem nochmal nachalarmieren. Denn wir haben vermutlich zu wenig Wasser mit einem HLF4 dabei. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall dann nochmal einen Puffer vom AB Wasser. Das brauchen wir zum einen und zum anderen brauchen wir hier auch noch das THW, denn dieser Trailer, der jetzt hier brennt, muss später auch noch getrennt werden.
Sonst lässt er sich nicht abtransportieren. So, wir haben hier den Herzinfarkt. Scheint auch schon verstorben zu sein. Dann können wir hier einmal hier mit anfahren. So, du darfst auch einrücken. Und hier haben wir vermutlich ja unklare Todesursache. Das heißt, hier wird einmal die Kripo benötigt. Wir können einrücken. Und so, da bin ich wieder. Wenn der Postmann dreimal klingelt und so. Genau, NEF kann einrücken. Wie sieht's wassertechnisch jetzt hier aus? Ja, mager. Wir haben aufgesattelt, dann fahren wir hier direkt mal mit an. So, das war die unklare Todesursache, genau. Ach, du bist ja immer noch hier. Boah, den habe ich auch total vergessen. Du kannst natürlich jetzt mal ganz entspannt einrücken hier. Das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist, wo ist jetzt das andere HLF? Ach, das fährt von unten auf, okay. Kommt auch schon ins THW. Ich würde sagen, ich muss jetzt mal hier kurz, weil ich jetzt kein Polizeiauto hier in die Nähe gekriegt habe. Ich mache jetzt mal mit dem THW hier die Bahn zu. Gucken, ob wir das jetzt hier noch mit unserem Wassertank hinkriegen. Ansonsten fährst du mal hier hin, aber ihr könnt jetzt gleich, wenn ihr schon mal da seid, mit helfen abzustreuen hier. Haben sonst so wenig Personal vor Ort. Und einer legt mal eine Schlauchleitung zu dir rüber. Das THW jetzt hier also schon mal mit Absperrmaßnahmen und jetzt fährt der GKW los, den wir dann wie gesagt ja gleich brauchen werden, um diesen Anhänger mit dem Motortrennschleifer zu zerteilen. Und dann kann nochmal hier die Polizei auf die Autobahn kommen mit einem Fahrzeug. Zum Abschleppen dann. So, Todesermittlungsverfahren hier aufnehmen. Nein, ich habe einen Einsatzstopp drin. Hier passiert jetzt gar nichts. Einsatzstopp. Was war hier genau? Hatte er jetzt Bestatter gerufen? Der Bestatter wurde informiert, alles klar. So, wir rücken ein. Um den Haftbefehl mit Gefahrenlage werden wir uns jetzt mal nicht kümmern.
GKW trifft ein. Dann können wir uns schon mal mit einem Motortrennschleifer ausrüsten. Mit dem wir diesen Anhänger hier vorne schon mal anfangen können zu zerteilen. So, und drei Teile, weil im Ganzen kann er logischerweise nicht abgeschleppt werden. Pol ist vor Ort, das heißt, wir können hier einmal jetzt Abschlepper verständigen. Dann kannst du gleich noch auf die andere Seite kommen. Du kannst wieder einrücken. Ach so, ja, warte mal, wir brauchen hier für die Mitte brauchen wir noch die Plattform, die Rettungsplattform. So, und dann einmal von der Plattform ausschneiden. Jetzt schon mal den Zeugen befragen und danach alarmieren wir hier Abschlepper. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nach diesem doch sehr langen Video, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte, zum Ende. Und genau, ich würde sagen, lasst wie immer gerne mal ein Abo da, schreibt ein nettes Kommentar und ja, wenn ihr Bock auf das Projekt Fuchsburg habt, joint gerne mal unserem Discord-Server oder folgt dem entsprechenden Beitrag im Emergency-Fan-Forum. Das Ganze ist wie immer auch nochmal in meiner Infobox verlinkt. Und da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder mal in der Multiplayer-Runde. Heute aber, wie gesagt, einfach mal alleine, ein bisschen Gameplay. Und dann würde ich sagen, wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.